einmal 0 auf 100. Da rappelt's im Karton. Ja, servus beieinand. Ich bin jetzt mit dem nächsten Moped unterwegs. Die neue BMW F850 GS. Natürlich auch wieder mit voller Hütte. Also schönes großes LCD-Display. Tempomat, ESA-Fahrwerk, E-Call, Notrufsystem, Griffheizung, Schaltassistent Pro. Jetzt erstmal warm fahren, die ist noch keiner gefahren heute. Boah. Liegt jetzt nicht ganz so satt in den Kurven natürlich wie die große Schwester, die 1250 GS. Aber dafür ist sie ein bisschen leichter. Muss ja nicht jeder gleich so eine große, dicke GS haben. Windschild kann man, glaube ich, nicht Höhen verstellen. Da ist natürlich schon praktischer, wenn man was Höheres hat. Weil das schließt jetzt bei mir sogar unterhalb vom Helm noch ab. Das ist natürlich schon praktischer, wenn man ein bisschen mehr Windschutz hat oder vor den Fliegen geschützt ist. Muss immer schauen, ob die Linse vorne sauber ist. Einmal bremsen. Klar, im Vergleich zur großen GS taucht sie natürlich weit vorne ein. Passiert mit dem Telelever natürlich nicht so. Aha, ein Traktor, schaut er auch, ja. Ja, wir haben ja Bosch ABS verbaut. Macht seine Arbeit auch ganz gut. Genau, da es jetzt recht hoch ist, schaue ich mal, ob ich das Fahrwerk runterstellen kann. Nee, nur noch volle Beladung. Dynamic klingt gut. Volle Beladung haben wir nicht. Sozus auch nicht. Einen, genau. Bin solo unterwegs. Ich muss sagen, ich komme jetzt echt nur mit den Zehenspitzen runter. Ja. Schaltassistent schaltet sehr sauber. Passt. So, dann schauen wir mal. Sechster Gang, 50 km/h, 1800 Umdrehungen. Ja, das mag er nicht so. Da rappelt es im Karton. Nochmal 60. So, jetzt mal Durchzug. Vollgas. Naja. Einmal 0 auf 100. Mal schauen. Ja, steigt erstmal schön im ersten Gang, aber passt schon, geht schon gut vorwärts. Müsste glaube ich 95 PS haben, wenn ich mich nicht irre. Das ist schon nicht schlecht, so eine kleine Enduro. Also konstant fahren, sechster Gang, Ortschaft geht, aber nicht Gas geben. Na dann. Irgendwas klackert da so richtig stark. Dann lieber im vierten Gang. Ja. Auspuff blubbert gemütlich. Schauen wir es mal kurz genauer an. Ständer raus. Hui. Ja, schickes Design. Ähnlich auch wie die G310 GS. Ist halt auch echt eher schlank. Die Boxer fällt natürlich auf mit dem Boxermotor, die große 1250 GS. Aber hier mit dem Zweizylinder passt eigentlich auch ganz gut. Haben eigentlich ja das Übliche, so wie die F800 GS.
immer noch die gleichen Bremse vorne, hinten. Motor ist neu, das auf jeden Fall. Dann natürlich hier Dynamic ESA. Auch sehr schön. Schönes Cover, schönes Gold, schöne Akzente. Ja, der Schaltassi Pro natürlich. Ja, passt eigentlich ganz gut. Ein bisschen größeres Windschild wäre nicht schlecht. LED-Scheinwerfer haben wir. Wunderbar. Ja, passt. Schickes Moped. Hoffe ich, kurze Soundprobe. Leerlauf. Ja, so klingt er eigentlich richtig gut. Muss man schon sagen. Ja, jetzt hier so Vierter-Gang-Ortschaft. Das passt wunderbar. Ja, fünfter Gang geht eigentlich auch noch in der Ortschaft. Schauen wir mal, fünfter Gang, Ortsende. Und sind wir schon wieder auf Landstraßentempo. Ja, bei Landstraßentempo, das ist schon etwas träge irgendwie. Beim Richtungswechsel. So, dritter Gang, Ortsende. Ja, oben rum, da beginnt der Motor schon richtig zu brüllen. Unten rum ist er recht gemütlich. Da hält er sich zurück. Zweiter Gang. So, und jetzt die Probefahrt mit der kleineren oder mittleren GS, muss man ja sagen mittlerweile. Mit der mittleren GS ist die Probefahrt ist dann auch vorbei. Ein bisschen Potenzial hat der Motor, wie gesagt, noch in niedrigeren Drehzahlen, aber sonst passt es eigentlich ganz gut. Fährt sich ganz gut soweit. Ich sage es ein bisschen träger in den Kurven, aber sonst passt es eigentlich.